gestern schon drüber gesprochen, wir Menschen sind Optimierer. Wenn wir nicht was verändern wollen in unserem Leben, dann tun wir auch nichts. Also, wenn ich nicht mit irgendwas unzufrieden bin in meinem Leben, dann verändere ich auch nichts. Wenn also jemand ein neues Geschäft startet, dann muss es einen Grund dafür geben. Und dieser Grund ist in den meisten Fällen eine Unzufriedenheit, also etwas, was ich in meinem Leben verändern möchte. Also das Problem oder die Unzufriedenheit ist der zweite Punkt beim Erfolgsverhältnis. Womit war ich unzufrieden, als ich angefangen habe, die Fitline-Produkte zu nehmen? Wohl war ich unzufrieden, als ich angefangen habe, mein PM-Geschäft zu starten. Dann kommt Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist die Lösung für diese Unzufriedenheit. Also Punkt Nummer 3 ist das, was passiert ist mit der Unzufriedenheit, das, was sich verändert hat in meinem Leben mit in Bezug auf die Unzufriedenheit. Also die Veränderung oder die Lösung. Was ist passiert? Und jetzt kommt als vierter Punkt das, was aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist. Nämlich, was bedeutet das für mich? Wir haben gestern darüber gesprochen, die Menschen sind vor allen Dingen, treffen Entscheidungen vor allen Dingen auf emotionaler Basis. Das heißt, die Lösung kann ja durchaus sein, und jetzt verdiene ich 500 Euro im Monat. Aber 500 Euro ist nichts, was jemanden emotional anspricht, weil Geld kann nie Emotionen auslösen. Die wirkliche Lösung ist ja nicht das Geld, was ich verdiene, sondern was bedeutet das für mich? Also meine Motivation, meine Emotion. Beispielsweise, und jetzt verdiene ich 500 Euro oder 500 Franken im Monat und das bedeutet, ich kann mit meiner Familie mindestens einmal im Jahr richtig schön in Urlaub fahren. Alle zusammen, die zwei Kinder, meine Frau oder mein Mann und in die Sonne fahren, sich unter die Palmen legen, Cocktails trinken, dem Meeresrauschen zuhören. Die Kinder können dort mit anderen Freunden spielen. Also was auch immer das ist, das mich motiviert. Oder zu sagen, hey, mit den 500 Franken im Monat habe ich jetzt das Geld schon zusammen, um jeden Monat die Leasingrate für mein neues Auto bezahlen zu können. Also ich kann mich schon in meinem neuen Auto sehen, wie das ist, wenn ich das erste Mal einsteige, das frische Leder zu riechen, wenn es ein Cabrio ist, vielleicht das Dach zurückzumachen und in der Sonne zu fahren, einfach zu genießen, was für ein Gefühl von Freiheit das ist. Das ist eine ganz andere Sache, das, was mich daran motiviert, als die trockene Lösung als solche. Also die Motivation, die Emotion, das, was es für mich bedeutet, ist Punkt 4. Das ist für mich der bedeutendste Teil des Erfolgsberichtes, weil da verstehen die Menschen, was es für mich bedeutet und können sich auch damit identifizieren. Motivation, Emotion, was es für sie bedeuten kann. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal an, gehen wir so 20 Jahre zurück, als ich in dem Geschäft gestartet bin und ich wäre jetzt auf einer Geschäftspräsentation, so ein halbes Jahr, nachdem ich losgelegt habe. Dann wäre erstmal die Hintergrundinformation, wäre, ich bin Alexander Plath, ich bin Student, studiere Ingenieurwissenschaften und das in der Uni in Kaiserslautern. Ursprünglich komme ich aus der Frankfurter Gegend. Das wäre mein Hintergrund. Alle Studenten im Raum sind, oder auch alle Schüler und Studenten im Raum, sind vermutlich jetzt mal neugierig zu hören, was als nächstes kommt. Dann kommt die Unzufriedenheit. Habe ich gestern gesagt, mein Problem damals ist gewesen, dass A, habe ich wie viele Studenten schon eine relativ große Klappe gehabt. Ich habe mich schon gefühlt und benommen, wie als wenn ich meinen Abschluss schon hätte. Aber einen kleinen Geldbeutel. Große Klappe, kleiner Geldbeutel, passt nicht wirklich gut zusammen. Also war ich auf der Suche nach etwas, mit dem ich Geld verdienen kann. Und zwar meine Vorstellungen waren damals so 500 Mark im Monat. Und das mit möglichst wenig Zeiteinsatz, weil ich wollte ja nebenher noch studieren. Das ist meine Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit ist, ich will mein Studium finanzieren, ich brauche ungefähr 500 Mark. Dann kommen wir zum Punkt der Lösung. Nachdem ich dann damals mein erstes Network-Marketing-Geschäft gestartet habe, ist es mir gelungen, innerhalb von 3 Monaten ein Geschäft aufzubauen, mit dem ich sogar etwas mehr als 500 Mark verdient habe im Monat. Das ist die Lösung. Nach 3 Monaten, das ist die Lösung. Aber die Lösung, die macht keinen an. Das ist zwar okay, 500 Mark oder ein bisschen mehr zu verdienen, aber das ist nicht das, was mich wirklich motiviert. So, jetzt kommt dann die Motivation. 500 Mark, das hat für mich bedeutet, zum damaligen Zeitpunkt, dass ich, da hat eine Pizza 10 Mark gekostet. Ich konnte mir also ausrechnen, mit 500 Mark konnte ich meine Freundin 25 Mal im Monat zum Pizzaessen einladen.
Und wie gesagt, das Beste dabei war, es musste ja nicht 25 Mal dieselbe Freundin sein. So viel zum Thema Motivation, Emotion. Was bedeuten die 500 Mark für mich? Welche Motivation oder Emotion? Schock. Hey, das ist 20 Jahre her. Hallo, alles im grünen Bereich. Denn wenn ich die vier Punkte in 30 bis 60 Sekunden hinbekomme, heißt es, ich habe nicht mehr als vielleicht 2 bis 3 Sätze für jeden einzelnen Bereich. Und das ist die große Herausforderung. Die große Herausforderung ist nämlich, je begeisterter ich über mein Produkt oder mein Geschäft bin, desto schwerer fällt es mir, das Ganze zusammenzufassen. Und zwar auf die Dinge zusammenzufassen, die wirklich wichtig sind. Denn wir tendieren ja dazu, dass wir alles erzählen wollen. Also ich möchte ja erzählen, dass ich über das Produkt zum Geschäft gekommen bin. Also muss ich ja erstmal erzählen, wie toll das Produkt für mich funktioniert hat. Damit fülle ich locker die ersten 10 Minuten. So, mein Hintergrund sind sicher auch noch 5 Minuten gewesen, bin ich bei 15 Minuten. Dann ist es ja so super, was als Lösung passiert ist. Also ich will ja jedem erzählen, wie einfach das gewesen war, sind nochmal 10 Minuten. Und dann, um auszumalen, was ich mit dem vielen Geld, was ich jetzt verdiene, auch mache, habe ich locker nochmal eine halbe Stunde. Dann lande ich nicht bei 60 Sekunden, sondern 60 Minuten. Die Problematik ist nur, dass vermutlich ich dann mittlerweile alleine dastehe. Weil nämlich die mir zuhören sollten oder der mir zuhören sollte, weg ist. Das ist übrigens auch die Antwort auf die Frage, die wir ja am liebsten hören. Was ist denn die Frage, die wir am liebsten hören, wenn wir jemanden begegnen, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben? Genau, was machst du denn so? Ich meine, was machst du denn so, ist doch die perfekte Einladung. Also normalerweise könnte ich ja auf was machst du denn so antworten, als Gegenantwort, wann hast du Zeit? Dienstag oder Donnerstag? Weil das ist die direkte Aufforderung zur Geschäftspräsentation.